Spiegel TV, die Themen. Ein Mann in Bedrängnis. Ministerpräsident Manfred Stolpe war IM-Sekretär. Unterlagen belegen, wie die Staatssicherheit ihn gezielt einsetzte. »27. Dezember 1991. Ein Passagierflugzeug stürzt aus 600 Metern Höhe ab. Der Pilot rettet allen das Leben. Jetzt ist er in psychiatrischer Behandlung, darf nie mehr in einem Cockpit sitzen.« Bombenhagel auf Dresden. Ein Mann steht für den unerbittlichen Luftkrieg gegen Deutschland. Der Brite Sir Arthur Harris. Jetzt soll ihm ein Denkmal gesetzt werden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Jedermann soll sich denen unterordnen, die die Regierungsgewalt ausüben, so steht es in der Bibel. Und nach diesem Motto hatte sich die evangelische Kirche im DDR-Sozialismus mehr oder weniger eingerichtet. Damit das auch so blieb, gab es eine Kirchenabteilung beim Ministerium für Staatssicherheit. Ihr letzter Chef galt in Stasi-Kreisen als Oberpfarrer der DDR. Und seine Schäfchen, die inoffiziellen Mitarbeiter, genannt IMs, hatte er in höchsten Kirchenkreisen. Manche, so behaupten sie heute, sind ohne ihr eigenes Wissen als IMs geführt worden. So etwa der IM-Sekretär.